So, jetzt waren wir einkaufen, Wasser, Cola. Und jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Jetzt stehen wir an der Ampel. Wetter ist ja schön. Aber soll noch nicht lange so schön sein. Und links rum. Da kommt die Schranke. Jetzt holt die Didi den Chip raus. Und Action. Einmal vorhalten, auf geht's. Da vorne ist die Rezeption. Wir können doch gleich mal gucken, was die zu essen haben. Ja. Lecker Mittagessen, die sitzen schon alle draußen. Wir sind aber alle Triumphs weg hier, ne? Tja, könnte ich sagen. Dicker BMW, SUV. Gucken, ob wir einen Parkplatz kriegen. Ja, ich parke jetzt hier vorne. Ja. Wir fahren ja sowieso gleich wieder weg. Genau. Ja, erstmal Mittagessen. Pürzchen ist schon da. Besteck auch. Und wir sitzen im Schatten. Jetzt haben wir die Bandnudeln. Und schmeckt dir die? Ja. Und ist der See im Park. Getränke angeliefert, da vorne ist die Didi. Ist. Ich dachte, du hast einen Hund adoptiert. So, hier ist unser Lager. Weil das Maritim hat keine Keller. Wir mussten ein Lager hier in Erla anmieten. Für unsere Koffer. Sonstigen Möbel, die wir noch haben. Bilder, Bücher, Filme. So, das ist nicht der Rindling. Das ist nicht der Rindling hier. Das sehe ich. Reserviert 26 bis 30 für Reisegruppe ab. 4 Tage Gelsenkirchen macht die Reisegruppe. Im Maritim. Deutschland-Rundreise. Biergarten, da sitzen sie immer noch. Oder schon wieder. Jetzt gehen wir nach Hause. Der Spargel. Der Bauer ist da. Erdbeeren. Direkt vom Maritim. Produkte aus biologischem Anbau. Obwohl, das ist wieder die mit den roten Haaren hier. Die sieht ja aus wie so eine Schreckschraube. Ne? Nein. Die ist auch schon auf so viel Eseln geritten. Ach, was ist hier los? Kein Parkplatz.